Axel ist da! Jawohl, hab ihr! Gut so! Viele Menschen, die hier zu Hause ihr Leben verloren haben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ich bitte mal um eine Gedenkminute für unsere Landsleute in den Regionen. Vielen herzlichen Dank. Spiel die Nummer 23, Alain Tufagi. Knut Hiller. 14 bei Ferry rein, aber ich weiß nicht, wer da voraus. Wenn hier mal lang und rissen geht und so raus und wir gehen. Ja. Ja, dann noch ein paar Meter laufen können. Und das jetzt auch noch. Oh nee, cooler. Oh!
endlich was fürs Video. Aus dem Spiel die Nummer 50, dann Henrik Bondia neu ins Spiel, die Nummer 22, Tilo Jansen. Große Minute 7 zu 0. Zufrieden? Ja, also grundsätzlich klar. Ziel ist natürlich, eine Runde weiterzukommen. In der ersten Halbzeit war ich ganz und gar nicht zufrieden. Ja, da haben wir nicht das gemacht, was wir eigentlich die Wochen trainiert haben, die Leistung gegen Kickers nicht wiedergegeben haben. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit war das völlig in Ordnung. Klar, Aurich war dann auch irgendwann kaputt. Ja? Trotzdem hätten wir das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Erwartet oder doch zu hoch? Ja, im Endeffekt für die Seele ein bisschen zu hoch. Von den Chancenverwertungen und Chancengegebenheiten von Virrell passte das schon im Endeffekt, das Ergebnis. Da war noch mehr drin. Man muss zum Glück sagen, dass wir nicht noch mehr kassiert haben. Da war noch ein bisschen zu fahrlässig in der Chancenverwertung, gerade in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit hätte ich mir tabellarisch bzw. ergebnistechnisch ein bisschen anders vorgestellt, weil wir auch nach vorne gute Akzente hatten und leider die zwei, drei guten Chancen, die wir rausgespielt haben, nicht haben verwerten können. Da hätte ich mir einen Treffer für die Seele und fürs Aufbäumen gewünscht. Im Endeffekt war es danach eine mentale Geschichte und dann auch mit 7 zu 0 zwar sehr hoch, aber das passt schon.